für die Füße, für die Waden und die Unterarme. Ich habe mir von Tisker einen Fußmassagegerät bestellt. 160 Euro fand ich jetzt nicht besonders billig, aber wenn sich das lohnt mit so einem Gerät und man viel entspannter ist als vorher, warum denn nicht? Ist ein schönes Geschenk. Und ich würde sagen, ob sich das wirklich lohnt, das schauen wir mal nach dem Intro. Ab geht's. Ja, erstmal vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen. Wir öffnen übrigens mit einem original französischen Opinel-Messer. Dieses Massagegerät, das es natürlich Entspannung bringen soll. Wer sich im Laufe des Videos dafür interessiert, ich habe euch das sowohl in den Kommentaren als auch in der Beschreibung verlinkt. Und ganz zu Anfang tut sich da etwas auf, was ich überhaupt nicht mag, und das ist Styropor. Warum macht man das nicht einfach in Karton? Komm, raus. Erstmal habe ich hier im ganzen Büro die Krümel liegen. Zudem riecht es und es ist auch nicht sehr umweltfreundlich. Als erstes natürlich das Augenmerk auf die Betriebsanleitung, die ist in Deutsch erster Pluspunkt. Wir haben eine Fernbedienung mit dabei. Das muss hier einmal das Ganze aktivieren. Hier ist so ein kleiner Plastikfilm, der dann jetzt, wenn man ihn rauszieht, die Batterie aktiviert. Manche machen es mittlerweile schon so, die drehen die oder legen die Batterie umgekehrt hinein. Und wenn man es dann benutzen will, dann dreht man sie einfach um und könnte man sich ein bisschen Plastik ersparen und dann lieber wieder in Capri-Sonne zum Beispiel Trinkhalme oder Capri-Sun-Trinkhalme reinpacken. Ja, da steht unser gutes Gerät. Tisker nennt sich das Ganze. Was auf jeden Fall schön ist, wir haben hier Reißverschlüsse, dass wir den Stoff, also den obersten zumindest einmal waschen können. Wir sehen 220 Volt, 55 Watt und haben hier einen Stecker, ein Kabelmanagement hier unter, dass wir das Kabel ordentlich verstaut haben, das finde ich schon mal gut. Von der Seite sieht es ein bisschen aus wie ein Brotkorb. Wir haben links und rechts hier so einen Knopf und damit können wir dann den Winkel von diesem Bügel verändern. Je nachdem, ob wir das für die Waden benutzen wollen oder für die Füße. Unter anderem soll man hier auch reinlegen können. Stecken wir mal den Stecker in die Dose. Und der ist übrigens wieder sehr kurz mit, ja, 1,60 würde ich sagen. Aber das ist bei allen Geräten so und wirklich ein Manko, also da ein Minuspunkt. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Solarstrom und da werden wir das ganze Gerät mal reinstecken. Und es zieht im Stand bereits 6 Watt. Also wenn man das Ganze an der Steckdose angeschlossen hat, zieht das Gerät permanent 6 Watt. Ich finde das übrigens schon sehr viel, wenn man jetzt mal überlegt, dass da nur so ein kleines Lämpchen leuchtet, aber okay. Weil wenn ich überlege, ich habe draußen eine Lichterkette mit, so eine Partylichterkette mit 20 Lichtern LED, die verbraucht genauso viel wie das Ding im Stand. So, die Fernbedienung ist ja mit dabei. Im Prinzip brauchen wir die nicht. Wir können alles steuern, was wir auch mit der Fernbedienung steuern können. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht irgendwie mit Magnet oder irgendwie so einen Halter macht, dass man das immer alles zusammen hat. Weil das Ding fliegt irgendwann rum und man findet es nie wieder. So, ich würde mal sagen, wir schalten das einfach mal an. Und ich würde sagen, wir stellen mal die Heizung mit an. So, wir sehen, das leuchtet sogar. Könnt ihr das sehen? Hier leicht am Leuchten unten sind so eine Noppen. Stellen wir mal die Geschwindigkeit hoch. Was mir ein bisschen fehlt, dass das hier auch angezeigt wird, die Geschwindigkeit. Und somit sind wir jetzt eigentlich auf Volllast. Stecken mal die Füße rein. Von der Massage her, ich bin ja sehr kitzelig. Es ist nicht kribbelig und definitiv richtig entspannt. Man hat anfangs ein bisschen das Gefühl oder die Angst, dass der Fuß zerquetscht wird. Aber das passiert hier nicht. Oh, ist das geil. Also man merkt auch an den Füßen, dass es unten warm wird. Wenn wir jetzt einpennen, brauchen wir keine Angst haben. Nach 15 Minuten geht das Gerät automatisch auf und dann müssen wir es neu starten. Es gibt 3 Stufen der Geschwindigkeit, aber auch da wird wieder nichts angezeigt. Na gut, man drückt sich dann da durch, aber wenn man schon so ein schönes Display hat, dann könnte man eigentlich mehr Informationen haben als die Zeit und ob wir im Manuell-Modus sind oder im Automatik-Modus. Ich würde sagen, probieren wir mal die Waden aus. So, dann sollen wir angeblich mit diesem Ständer hier, ich hoffe, ihr seht das, das Gerät so stellen können. Ja, die Waden passen da rein. Mit den Waden, das ist noch eine Spur schärfer als mit den Füßen. Man hat anfangs das Gefühl oder die Angst, das könnte mir die Beine zerdrücken, aber es reagiert auf jeden Fall oder passt die Kraft dann halt an. Also die Massage sonst soweit ist gut. Man sollte auch die Unterarme damit massieren können. Wobei es ein bisschen am Knochen wehtut, muss ich sagen. Also die Unterarme würde ich vielleicht da nicht reinstecken. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Vom Gewicht her ideal, man kann es mal schnell hinter das Sofa packen. Von der Bedienung her ist es intuitiv, von der Anzeige her schlecht. Wir sehen nicht, welches Menü wir gerade drin haben. Und die Fernbedienung ist eigentlich auch überflüssig. Wir sitzen direkt vor dem Gerät, dann kann man auch eben mit dem Fuß drauf tippen. Oder ja, zumindest hätte man für die Fernbedienung einen Platz finden können, wo man das Ganze ja, auch reinstecken kann. Das Problem ist ganz einfach, dass die Fernbedienung natürlich
sofort verloren geht. Also spätestens nach einer Woche wird die in irgendeiner Schublade liegen und dann nie wieder auftauchen. Gut finde ich hingegen, dass das Gerät abschaltet und dass es von der Massagequalität wirklich gut ist. Und negativ nochmal das Kabel, das viel zu kurz ist. Kaufempfehlung kann ich aussprechen. Haltet den Preis im Auge. Wenn es teurer wird als 150 Euro, würde ich es vielleicht nicht mehr kaufen. Aber alles in dem Bereich oder drunter ist es sein Geld auf jeden Fall wert. Der Link ist in der Infobox davon und ich hoffe, ich konnte mit diesem Video weiterhelfen. Das ist übrigens ein schönes Geschenk für Menschen, die vielleicht schon alles haben oder die einfach ein bisschen Entspannung gebrauchen können. Danke fürs Einschalten, euer Onkel Kramer. Bis zum nächsten Video. Ciao.